Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und ich habe vorhin unter dem letzten Video gelesen, dass dort meine Stimme leise gewesen sein soll. Ich konnte das jetzt derzeit leider noch nicht kontrollieren, muss ich ganz einfach sagen, weil ich Kopfhörer und Co. komplett woanders angeschlossen hatte und nicht am aktuellen PC. Und habe aber jetzt nochmal das Ganze gecheckt und eigentlich sieht es für mich auf meinen Audio-Pegels ganz normal aus. Also warum das beim letzten Mal dann leise gewesen sein sollte, weiß ich leider nicht. So, wir helfen dir erstmal. Oh, ich habe aus Versehen meinen... Das habt ihr jetzt nicht gesehen. War hier nicht noch eine Katze? Katze greift Bär an, okay. Der Bär denkt sich so, was kratzt die mich? Die hat mich gekratzt. Ich brüll mal. Der Bär ist so geil, oder? So, wir sollten den eigentlich retten, aber der war halt zu lahm. Kann ich jetzt auch nichts dafür. So. Häuten wir halt mal einen Wolf. Bär, wenn du gestorben wärst, hätte ich dich auch gehäutet. So. Seltenes weißes Wolfsfell. Und dann geht's weiter. Ich weiß gar nicht aktuell, was haben wir heute los? Was ist los heute? Wir wollten ja irgendwas machen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was. Wahrscheinlich wollten wir die nächsten Lagerfeuer einnehmen. Hochklippen-Leuchtfeuer. Das könnte relativ schwierig sein, dorthin zu gelangen, oder? Wie kommt man denn bitte schön dahin? Irgendwie durch so eine fucking Höhle oder was? Anscheinend war ich da ja schon mal. Ah ne, hier rum, ne? Guck mal, hier ist auch noch ein ganzes Gebiet, wo ich noch nie war. This is very awesome. Wo bin ich überhaupt jetzt? Ich habe mich gerade ein ganz klein bisschen verloren. Ich gehe auf jeden Fall... Also entweder können wir ins Dorf gehen, aufbauen. Wollen wir das eben machen? Besuche es, um in der Story voranzukommen und neue Fähigkeiten und Upgrades freizuschalten. Besonderheit, du kannst zu diesem Ort schnell reisen. Ja, dann machen wir das einfach mal. Wollen wir uns also zum Dorf begeben. Und dann, finde ich, können wir noch ein bisschen was machen mit diesem verrückten Höhlenmenschen. Auf dessen Namen ich gerade nicht komme. Ihr wisst aber, wenn ich meine, Barney Geröllheimer. Und da habe ich jetzt Screenshots gesehen, dass das tatsächlich, es gab in, war das in Far Cry 3 oder in Far Cry 4, da kommt auch so ein verrückter Typ mit so einer, mit so einem Jeep angeheizt, mit so einem Stand-MG hinten drauf geschraubt. Das ist genau der gleiche Charakter. Also nur irgendwie ein bisschen umdesignt. Das fand ich extrem witzig, dass sie den quasi so ein bisschen als Easter Egg auch dann verwenden. Oder sie kopieren einfach die Charaktere, könnte auch sein. Wer weiß das schon? Ich habe es als Easter Egg gesehen, muss ich sagen. So. Was ist mit ihr hier los? Wollen wir mit der Jägerin mal reden? Welche Hütte kann ich aufleveln? Moment. Dorf, wir sind... Wie viele Einwohner sind wir? Neulich waren wir 200. 202. Ich sollte nicht so viele ermorden, dann wird es auch besser gehen. Achso, wir könnten Tenseis Hütte auch machen. Wollen wir lieber Tenseis Hütte machen oder wollen wir mit ihr reden? Nein, wir machen Tenseis Hütte. So. Jetzt habe ich die ganze Zeit diese Scheiße eingesammelt für die blöde Hütte. Da können wir die jetzt auch echt mal aufleveln, oder? Ich laufe mal rüber. Da sind wir. Ich hoffe, das schaltet viel Dankbarkeit und weitere Drogentrips frei. Kinder, keine Drogen nehmen. ...3000 Erfahrungspunkte. Ich finde die Hütte eigentlich ganz schön mit dem Hirschkopf sogar, muss ich gestehen. Könnte ich mir für mein Wohnzimmer vorstellen. Dödö. Oder? So ein Hirschkopf. Anna. Ha. Es gab jetzt ja nur einen fucking Punkt. Wir haben 3 Punkte. Was wollten wir noch alles verbessern? Eigentlich alles, oder? Isila-Fähigkeiten? Feuermeister. Och ja, komm her. Oh! Jetzt habe ich, glaube ich, gerade 7 Mal genießt und einmal ist es noch mit in die Aufnahme gekommen.
Ich wollte eigentlich schnell genug das Mic muten, war aber nicht schnell genug am Button. Also einmal niesen sollte mindestens in der Aufnahme mit drin gewesen sein. Aber dafür sei euch garantiert, dass ich euch dafür wenigstens weitere sechs Male nicht ins Ohr mit voller Lautstärke genießt habe. Entschuldigung dafür. So, was will Dean jetzt hier eigentlich? Weichai. Winja wantar goar salkarsch. Hafchu wantar dausarsch. Kursch. Die Mama fällt die Hafchu hai. Wanne yauga. Die bald die Deutsche. Die große Bestie. Wo ist das? Ah, hier, okay. Naja, das fand ich ja jetzt so mittelmäßig inspirierend, muss ich gestehen. Ich glaube, jetzt spreche ich auch so ein bisschen näselnd. Ich fühle mich nämlich gerade ein bisschen verschnupft, muss ich gestehen. Da ich aber keine weiteren Folgen bis dato aufgenommen hatte, habe ich mir gedacht, müssen wir ja trotzdem machen. So, was habe ich da markiert denn überhaupt? Ach, ihn hier. Oder er ist markiert, sagen wir mal so. Kann ich seine Hütte aufbauen? Was brauche ich denn dafür? Nee, ach, wir haben die seltene Vorhaut noch nicht besorgt. Beißfischhaut noch nicht besorgt. Missionen zum Kartenmenü hinzugefügt. Naja, wir sammeln halt neue Nebenaufgaben. Naja. Aber das liegt eigentlich ja so beieinander, ne? Hier die Jägerin, Roshani von den Isila und auch mein Favorite, Uki der Denker. Und neben Uki der Denker wäre auch direkt der große Narbenbär. Ich glaube, wir machen eher hier so diese Sachen, oder? Hier unten in dem Gebiet mal. Ich meine, wir könnten jetzt auch weiter lagern, natürlich zuerst looten und leveln und wegrotzen, sozusagen, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen Bock auf rumlaufen. Weiß ich nicht, wollen wir mal ein bisschen durch die Gegend laufen oder wollen wir nur Schnellreise machen heute? Ist ein Schnellreisetag? Ich habe das Gefühl, ihr hättet es verdient, dass irgendwie ein bisschen was passiert. Aber eigentlich möchte ich auch mal wieder rumlaufen. Aber jetzt vom Lager aus war es echt weit, oder? Vom Lager aus, oh. Okay, sollen wir irgendwas hier einsammeln? Was sollen wir mitnehmen? Fleisch für Viecher? Haben wir alles? Das Einzige, was ich Bock habe, wäre Holz. Dass ich kein Holz sammeln muss. So. Hatte ich mir die Mission schon markiert oder noch nicht? Der Bär, ey. Sehr unauffällig, Herr Bär. Es hört sich auch schon wieder so an, als wenn irgendwo Randale gewesen wäre. Wie viele Missionen hier immer ständig sind, oder? Also wirklich, hat es einer von euch auf 100% durchgespielt? Ich habe das Gefühl, das dauert noch 2 Jahre. Wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen und in den nächsten Tagen, so bis Folge 100 vielleicht, einfach mal daran machen, hier auch mal ein bisschen weiterzukommen im Game. Habe ich jetzt so das Gefühl. Also nicht, dass ich das durchrushen möchte, das wäre jetzt so gar nicht mein Ding, aber also so ein bisschen weitergehen dürft es jetzt nach, wie viele Folgen haben wir online? 70? 80? 80? Ich weiß es nicht so genau. Ihr müsstet das besser wissen. Auf jeden Fall habe ich mittlerweile so das Gefühl, so ein bisschen war es. So ein bisschen, ihr wisst schon. So ein bisschen was dürfte schon geschehen. Bär gegen Bär. Really awesome. Deine gezähmte Bestie. Nee. Kann das Ziel nicht erreichen. Was ist denn mit meiner gezähmten Bestie los? Dann lenken wir den einfach ab. Achtung. Da ist ein Stück Fleisch. Bist du doof? Ess ein Stück Fleisch. Du auch, Elch. Elch gegen Bär. Elch gegen Bär. Episch. Wow, wirklich? Nee, der ist durch den durchgelaufen, ne? Meine Güte, was ist denn hier wieder los? Da willst du nur einmal... Das ist ja so, als wenn du ins Raubtiergehege im Zoo gefallen wärst, oder? Ich bin vermutlich vom Weg abgekommen. Hier ist der Weg. Hier auf dem Weg befinden sich sicherlich keine Tiere. So. Nur eins von diesen bösen Nashörnern. Ich lauf mal weiter. Kann man eins von diesen bösen Nashörnern eigentlich noch? Gibt's noch Nashornfreunde? Nein.
Die Nashörner kann man nicht. Warum nicht? Warum kann man kein Nashorn zähmen? Voll der Fail vom Spiel. Ich finde, man sollte direkt einen Shitstorm anfangen, weil man keine Nashörner. Und denkt bitte dran, seltener Beißhaut, Fisch, Gedönse, Haut, Beißfischhaut. Müssen wir noch besorgen. Nicht, dass ihr das wieder vergesst in der nächsten Folge. So. Das wird heute auf jeden Fall auch, so leid es mir tut, nur eine 15-Minuten-Folge. Denn die Folge soll heute noch online gehen. Das bedeutet, ich habe das am gleichen Tag gespielt, wie ich es hochlade. Das kommt nicht so häufig vor. Normalerweise habe ich immer vorproduziert, aber dann war in den letzten Tagen irgendwie waren zwei andere Dinge wichtig. Und ja, dementsprechend sind mir quasi die Far Cry Primal Folgen auf Halde, so auf Vorrat quasi ausgegangen. Akzeptieren. Longta! Longta! Oh, na horse! Woo! Woo! Horse Erky! Whack horse! Whack what daddry! Whack what daddry! Oh, horse Erky fat ass cash yarsh! Erky now a father's dowsa! Erky now a fat ass! Trash! Trash! Oh, pass the mask and now a fat ass! Now a fat ass had horse Chautauqua! Woo! Oh, who fat ass wider? Horse quar, sacquabara bootiquala, sacquabara bootiquala! Woo! Quice horse bottom. Trash! Tawada! Tawada! Trash! Eigentlich habe ich ja schon Bär mitgebracht, was soll das? Urkis neuer Mief. Ey! Feiner, dicker Bär. Und so haarig. So, besorge die Mief-Zutaten für Oki. Normalerweise ist ja dieses Zutatenbesorgen für Oki immer nur so ein Mittel zum Zweck. Also das eigentlich Lustige passiert ja immer erst, wenn Oki dann das Zeugs bekommen hat. Und beim ersten Mal war ich ja noch so ein bisschen skeptisch, wo ich gedacht habe, ja, kann man halt lustig finden, aber reicht es einen irgendwie aus der Atmosphäre raus? Aber jetzt, wo das schon die dritte Mission für Oki ist, finde ich es eigentlich geil. Also, weil es halt einfach so ein bisschen, oh, zum nächsten Punkt. Weil es halt einfach so ein bisschen, ja, dich auch nochmal so rausreißt und so ein bisschen Spaß reinbringt. Und man muss halt so grinsen und lachen und so. Also, mir gefällt es ganz gut. Mammut. Schnell durch! Ja, und Wildschweine. Ich bin mal gespannt, was die Mief-Zutaten sein werden. Bär, kannst du bitte unauffällig sein? Oder könntest du uns vielleicht verlassen? Sei mir nicht böse, Bär, aber es geht um Bär und deshalb können wir heute mal auf dich verzichten und wir rufen uns. Wen wolltet ihr sehen am liebsten? Den Schneeblutwolf haben wir auch noch ganz selten nur gespielt, oder? So. Gucken, wo der kommt. Da ist er. Der ist immer noch geil. Der hat immer so eine blutige Schnauze, ne? Und blutige Füße. Ach, das ist noch voll weit weg. Ich habe gedacht, das wäre jetzt direkt hier. Entschuldigung. Lass mich in Ruhe, Nashorn. Was ist das? Oh Gott, ich habe Mief-Zutaten. Ich habe, jetzt sehe ich das erst oben, Nashorndung, Honigwarm und Braunbär gezähmt. Was willst du, Tier? Ha. Wisst ihr was? Da laufen wir einfach mal ein bisschen schneller und dann haben wir sicherlich auch ganz klar ein bisschen bessere Karten. Und den Wolf retten, was meint ihr? Einfach nur wegen Tierfreund. Nee. Tushi, uhalla. Ich sehe keinen weiteren Tierdunk. Doch, da. Mh, oh, wie lecker.
Dass mich das Spiel auf Nashorn-Scheiße-Sugjagd schickt, ist auch eher ungewöhnlich, oder? So, noch einmal Nashorn-Scheiße, bitte. Irgendwo noch einmal Nashorn-Scheiße. Das spiele ich auf jeden Fall hier auch mit der Schweineansicht. Damit wir da nicht so endlos bekloppt rumlaufen, wie es jetzt schon den Anschein macht. Da ist doch was. So, da. Ein bisschen Code sammeln. Und ich würde sagen, Code ist da und die nächsten beiden Zutaten werden wir auf jeden Fall im nächsten Video dann einsammeln. Sorry, dass es ein bisschen kürzer war. Geht direkt in den Upload für heute raus. Hoffe, ihr habt euch trotzdem ein bisschen über gefreut. Bis zum nächsten Mal und haut rein.